Gut und willkommen, es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast, hier bei mir beim Whisky Bubbler. Und heute habe ich was dabei. Ben Nevis, 49 Jahre, aber Vorsicht, Spirit. Und zwar ist er vom Whisky Broker und hat nur noch 29,5 Volumenprozente. Das heißt, wir haben es hier mit einem Underproof, so ist der Begriff, sozusagen unter der Trinkstärke. Ein Whisky muss mindestens 40 Volumenprozente haben. Dieser hier hat das nicht, er hat nur 29,5, also schon einiges verloren. Ich habe schon öfters gehört, der wird als Eichenwasser beschimpft und sonstiges. Es gibt eigentlich nicht viele solcher Produkte und deswegen musste ich mir den mal zulegen. André, vielen Dank, du hast mir die Flasche besorgt. Super Sache. Ja, dann werde ich jetzt gleich verriechen, verschmecken. Underproof, 49 Jahre, ja super, mega Alter. Ist das alles? Kann man den wieder aufpimpen, vielleicht mit einem anderen Ben Nevis? Müsste ich mir nochmal einen aus dem Regal schnappen. Ich werde es jetzt erstmal probieren. Mal schauen, wie er ist. Wie gesagt, Whisky Broker Spirit. Es ist kein Whisky mehr, weil er keine 40 Volumenprozente mehr hat. Ein Underproof von Ben Nevis. Ach. Die Nase? Wie normaler Whisky. Kein Unterschied. Ja, es ist sehr leicht. Okay, aber da ist mega intensives Holzfass. Holz, 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 Holz. Könnte sogar... Sehr karamellige Noten. Ich habe gerade überlegt, ob er ein Sherry-Anteil dabei ist. Ich glaube, das weiß ich gar nicht, aber er ist sehr trüb, klar, unter 40, unter 46%, ne? Wenn er jetzt nicht ganz so, ja, wenn er ein bisschen kälter ist. Der flockt jetzt hier schon so ein bisschen aus. Was ist das? Cremig-exotische Noten, so eine leichte Ananas gepaart mit einem vollen Karamell und Holz. Also die Nase ist genial. Jetzt nicht so komplex. Klar, man merkt dieses Alter von alten Whiskys, dieses Holzfass, dieses Cremige, dieses Weiche, den intensiven Holz-Karamell-Einfluss, wie ich erwähnt hatte, und diese exotischen Früchte, würde ich sie nennen. Ben Nevis hat ja manchmal so einen Kleber. Naja, nicht so wirklich. Das hat er hier nicht so. Spannend. Ich freue mich, den jetzt gleich zu probieren. Kann man es noch trinken? Auf euch, meine Ben Nevis-Fans. Boah, also das ist krass. Ha, es ist nicht so lecker, wie man denkt. Also es ist so eine Mischung. Du merkst, da ist super alter Machart wie Whisky. Erstmal toll, dann kommen so exotische Früchte und dann sticht da so ein Holz durch. Alles wirkt sehr wässrig so zusammen. Man hat gar nicht so viel Lust, das nochmal zu probieren. Es wird leicht sauer, ja, da ist so eine Säure da, holzig, sehr holzig, also es ist wirklich brutal, mit leichten exotischen Früchten, die dann aber sehr schnell verschwinden, weil einfach so eine bittere Note einfach dominiert. Jetzt kriege ich auch die Säure in der Nase, also man kann den nur noch riechen, aber so richtig verschmecken. Ich nipp nochmal. Ja, also dieser Begriff Eichenwasser trifft es ganz gut. Mein Fazit zu diesem Ben Nevis 49 Jahre alten Spirit klingt erstmal super geil. Auch wenn ich das gelesen habe, muss ich mal probieren. Muss man nicht probieren, würde ich sagen. Also ist natürlich sehr spannend. Mal schauen, wer sich hier nochmal probieren darf. Ich werde den unter den Freunden noch aufteilen. Das lohnt sich nicht. Also meiner Meinung nach, es schmeckt einfach nicht mehr. Es hat eine saure Note, es ist interessant, Underproof, 49 Jahre, ich glaube, der wurde so zusammengesackt vom Fass. Vielleicht haben sie ihn probiert, irgendwie zu punchen mit anderen, um wieder auf über 40%, und dann haben sie gesagt, nee, das lohnt sich nicht, wir füllen das mal als Experiment ab, und so kann man das mal erleben. Was ist eigentlich mit Whisky, wenn er unter 40 Volumenprozente fällt? Die Nase,
Wie gesagt, war am Anfang sehr schön. Jetzt kommt da so dieses säurelastige Extrem durch. So eine saure Frucht. Vielleicht ein leichter Klebeteig von Ben Nevis. Ich werde da nochmal probieren, was drauf zu kippen. Vielleicht kann man da ja ein bisschen was Spannendes draus basteln, aber ich lasse es mal sein hier mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, mal einen Underproof zu sehen. 49 Jahre. Meins ist es nicht. Vielleicht gefällt es dem einen oder anderen. Aber einfach mal gesehen zu haben, was es ist. Ich habe gedacht, ja, es könnte was Tolles sein, aber anscheinend tut die gewisse Volumenprozente dann doch irgendwas transportieren, dass man gesagt hat, hey, es muss mindestens 40 Volumenprozente haben. Oft bei 40-prozentigen ist es schon ein bisschen wässrig. Hier die 29,5 sind mir definitiv zu wenig. Da fehlt einfach der Geschmack plus diese Fehlaromen für mich. Naja, ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht und ihr schaltet demnächst wieder bei mir auf dem Kanal ein. Whisky Bubbler, Glocke abonnieren und dann werdet ihr immer benachrichtigt. Ich freue mich drauf. Bis demnächst. Ciao. Thank you.